So, da bin ich wieder mit Pillars of Eternity. So, jetzt bin ich hier in diesem Lager, hab sogar eine Begleiterin erhalten und hab den Auftrag, Bären zu suchen. Frühlingsbären, um genau zu sein. So, jetzt kann ich nämlich hier ein bisschen rumrennen, mir anzeigen lassen, ob ich was plündern kann. Und, verdammt, da fehlt mir schon die Mechanikfähigkeit. Da sieht man auch, Mechanik gleich Schlösser öffnen. So, die kann ich mir hier jetzt angucken. Das sind diese hübschen Adrasteine. Ja. Aber auch nicht mehr. Jetzt kann ich mit diesen Leuten noch sprechen, aber die sagen mir hier nur irgendeinen Schwachsinn. Das Spiel sagt mir das sogar auch. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Ja, ich werde mir das sofort angucken. So, ein wichtiges Ding in diesem Spiel ist auf jeden Fall das Pausieren. Das sollte man besonders in Kämpfen gerne mal machen. Und das Schnellspeichern. Unendlich wichtig. Jetzt werde ich erstmal mit dem Hiodan sprechen. Sehen, ob mir der mir was verkaufen kann. Überwiegend gepflegte Kleidung. Ich glaube, der ist nicht richtig hier. A whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Mein Beileid. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Oh, ich glaube, den frage ich erstmal aus. Wer bist du? I'm a trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. The life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Wie immer. So, was antworte ich denn darauf? So, bin ich denn jetzt leidenschaftlich schlau oder grausam? Ich glaube, ich bin leidenschaftlich. Ich bin eine Barbarin. Something else you need? Looks like we're settled for the night. So, das bringt nämlich Gesinnungsruf. Das sagt mir praktisch, wie ich mich verhalte und wie die Leute ja in gewisser Weise das finden. So, brauche ich denn sonst noch was? Ich frage ihn weiter aus. Erzähl mir doch etwas über das Edirreich. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here. But the colonies used to include Raed Ceres and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Okay. Ich würde ja gerne mal eine Karte von dieser Welt sehen, denn das ist. Die ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Nur eine von einem Abschnitt. Das ist nämlich dann die Weltkarte, auf der man reisen kann. So, warum bist du denn den ganzen Weg hierher gezogen? Und da sieht man schon, was mich an der deutschen Übersetzung stört. Ein denn mit einem N. Ja. Wenigstens deckt sich der Text mit dem, was die Person sagt. Also scheint sie nur formal falsch zu sein. So, warum bist du denn den ganzen Because Weg hier it seemed friendlier than Raed Ceres? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Ja, sehr riskant. Etwas fanatisch, okay. Klingt eigentlich recht vernünftig. So, aber dann, jetzt schaue ich erstmal in sein Inventar. So, was hat er denn? Sollte vielleicht auch mal gucken, was ich habe. Warte, dafür kann ich jetzt erstmal in mein Inventar gehen. So, dann habe ich hier auch jetzt noch eine hübsche Abbildung. Kann ich zwischen den Charakteren hin und her schalten. Sie hat hier offensichtlich auch eine Fackel mit. Hier kann ich auch die Farben der Rüstung ändern.
Dann sieht man hier noch Werte. Was ich auch sehr lustig finde, man kann hier Sachen direkt vom Inventar in das Versteck packen. Das ist praktisch ein erweitertes Lager. Und ich gucke mir jetzt erstmal an, was sie für eine Waffe hast. Hat Gewandtheit plus 3. Okay. Ein Schuppenpanzer. Something else you need? Was hat er denn noch? So. Ja, Gewandtheit plus 3 hat er schon. Brauche ich nicht. Ich glaube, Dietriche könnten ganz vorteilhaft sein. Aber ich kann mir nicht alle leisten. Ha. Ich habe ja nur 100. So, wenigstens kann ich mir einen leisten. Aber sonst eh nichts anderes, außer ich plündere erstmal mächtig, aber... Ja? Dazu kam ich ja noch gar nicht. So, deswegen plündere ich jetzt erstmal mächtig. Da wird mir eine Kiste angezeigt. Da finde ich, ja, super Kleidung. I'll get it open. Das kann ich. Oh, ja. Mit einem Dietrich kann ich versuchen, das Schloss zu knacken. Mal sehen, ob es klappt. Finished. Oh, es hat geklappt. Was finde ich darin? Ein Trank der kleinen Ausdauer. Cool. So. Was gibt es hier noch? Irgendwas in der Ecke? Ah, von hier aus komme ich in die Ruinen. So, da sind die Pferdchen. Und hier kann ich auch Ressourcen sammeln. Das heißt, irgendwie Kräuter, Pilze. Jetzt gerade waren es Pilze. Geh ich doch mal da mal gucken. Ah, okay. Hier endet der Weg vor dem umgestürzten Baum. Ja, das wird ein Spaß. Gut, dass du es nicht tun musst. So, dann, gehe ich mal weiter. Das hier ist jetzt gerade die Karte von dem Gebiet. Das hier ist die Weltkarte. Kann ich auch ein bisschen rumscrollen. Hier sieht man auf jeden Fall schon die große Stadt hier, Trutzbucht. Mit meinem Hauptcharakter bin ich so ungefähr hier in einem Gebiet. Aber jetzt gerade muss ich mich erstmal darauf konzentrieren, hier forschen zu gehen. So. Ja, Erkundung ist definitiv ein Faktor, der wichtig ist. Ohne Erkundung kriegt man keinen Kram. Und verpasst Dinge. Ja. Bitte. Ich brauche Wasser, sonst sterbe ich. Let's check by those outcroppings. Ja, gucken wir doch da mal. Guck mal, da ist ein Wolf. Den werde ich töten. So, es passiert immer am Anfang eines Kampfes, so ist das eingestellt. Die Einstellung kann man auch ändern. So, aber ich werde jetzt erstmal den Wolf verprügeln. Der hat das verdient. Ja, das sieht man hier. Hier ist die Gesundheitsleiste und Ausdauer sieht man jetzt. Das erklärt jetzt nochmal, wann der Charakter bewusstlos wird und wann er stirbt. Wenn der Wolf den mal treffen würde. Ja. Hier sah man es gerade ein bisschen. Toter Wolf. Plündern. Und ja, da habe ich hübsches Fell. Und ich glaube, ja, das sind schon die Bären. Gut, dass das kein Bär mit Tatzen und Krallen war. Ja, ich bin ja schließlich auch ein Söldner. So, was war ich denn? War ich ein Wachmann? War ich ein Söldner? Kriegsveteran? Oder Abenteuer? Ja. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich nur als Söldner verdingt. Wie bin ich hier gelandet? Tja. Ich kann nichts anderes außer zu kämpfen und zu reisen. Ja, das wird mein Hintergrund sein. Gibt keinen anderen Grund, um in Goldtal zu landen. Ja. Ja.
Kalisa will sich auch in Goldtal niederlassen. Naja, ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Wirklich bleiben will ich da eigentlich nicht. Oh, wohin bin ich denn unterwegs? Meinem Hauptcharakter habe ich einfach nur keine Ahnung. Welt. Weil keine der Antworten wirklich passten. So. Na, ich werde weiter zur Stadt sehen und mal gucken, was mir das bringt. Trutzbucht, ja. Der Duke. Das wird dann wahrscheinlich der Bürgermeister oder Herzog oder so sein. Ja. Warum bist du denn hier? Mhm. Xamitel. Aha. Was kannst du mir denn über dich sagen? Ach so, ihre Schwester lebt in Goldtal. Die einzige echte Stubenhockerin. Was kannst du mir über den Dürrwald sagen? Ja, das hat mir der Händler auch schon gesagt. Eine ehemalige Kolonie. Ja, ja, die hiesigen Einheimischen, die Kratzbürstigen. Ja, ja, die Probleme, Kinder zu gebären, werden noch aufkommen. Verdächtig. So, in Ordnung, dann lass uns mal nicht ins Lager zurückgehen. Haha. So, und da ist noch eine Abbaustelle. Was finde ich dort? Eine verbrannte Dame. Ich gebe das einen Pilz. So, jetzt höre ich hier schon irgendwie den Fluss. Aber ich gehe nochmal hier am Fluss entlang. Hups, wo bin ich jetzt gelandet? Bevor ich ihn überquere. Da gibt es nichts. Oh cool, ein Reh. Voll süß. Leichen! Ja, das ist kein gutes Zeichen. Na? Eine davon kann ich zum Glück auch plündern mit Dietrichen drin. Hier ist sogar noch eine. Die sieht ein bisschen ekliger aus. Und da liegt noch eine unter dem Moos. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit diesen Banditen. Die sicherlich noch kommen wird. What a surprise. Sparfle went hunting. At least you left the water skins. Come on. Ja, liegt nämlich da. So, und das ist auch was Lustiges. Das sind so interaktive Geschichtenbildchen. Da kann man dann halt auch teilweise Sachen machen. Also, ne, deswegen interaktiv. Kann eigentlich immer irgendwelche Sachen machen. Beziehungsweise, die erzählen mir dann auch wie in diesem Fall irgendwas. Gerade passiert. Ja, ja, der Sparfel. Etwas Merkwürdiges. Etwas fast Totes, würde ich sagen. Sparfel, are you all right? Nein. Ja, und was kommt? Einheimische. Das ist ein Hinterhalt. Glanfathianische. So. Ich mach das einfach mal per Haut drauf Taktik, obwohl die schon nicht mehr kann. So, du komm mal her und hilf mir mal. So, die werden jetzt am Anfang schon
schön niedergeknüppelt. Ist ja auch nicht schwer. Sind noch einfache Gegner. Ich sehe, da hinten ist noch eine Flasche zum Looten. Mit einem Bier drin. Cool. Mhm. Ein älteres Lager. Dürrwurz. Einfach mal alles mit, was es zum Mitnehmen gibt. So, kann man hier jetzt noch rechts weitergehen? War ein bisschen, aber das bringt nichts. Na? Ah. Okay, die Karte zeigt mir Herodan an. Oder Juden? Herodan? Ach, egal. So, war hier noch irgendwas? Ich meine. Da war ich schon. Nur oben war ich schon. Ja. Speichern. Und. Ha! War doch klar. Ja? Natürlich wurde alles überrannt. It's no good. Hm? Gesundheitsanzeige hat sich rot gefärbt. Ja, die werden jetzt ganz schön totbeserkert. Und wie? Das ging schnell. Schnell niedergeklüppt und jetzt wird gelootet. Right. Right. Ja. Ich finde das auch richtig. So. Dann auf ins Lager. Oh, da ist sowas zum Plündern. Okay. Erstmal angesprochen werden. Ja, massakrierte Überreste. Vorne stehen auch schon die Täter. Ja, ja. Armer Herodan, er ist jetzt eine Geisel. Oh, okay, wie gehe ich das denn jetzt an? Ich könnte jetzt zum Beispiel diplomatisch mit meinem Wissen argumentieren. Könnte ehrlich sein. Ich war in meinem Hauptcharakter ehrlich. Theoretisch kann man auch diplomatisch ohne Wissen sein. Leidenschaftlich, aber eigentlich will ich diesem Kampf lieber aus dem Weg gehen. Oder es jedenfalls versuchen. Ich könnte natürlich auch rational argumentieren, aber ich glaube, ich versuch's mal mit Wissen und diplomatisch. Ich bin ja ein intelligenter Barbar. Ah, oh, meine Worte machen keinen Eindruck. Ja. Leg deine Waffen nieder. Das glaubst du doch wohl kaum. Jetzt kann ich gucken, ob ich mal Herodan retten kann. Ich könnte mit Wissen argumentieren und ihn auf seinen Glauben ansprechen. Kann natürlich auch direkt auf ihn zustimmen, aber ich glaube, ich mache es mit Macht. Ich bin stark. Oh, schade. Ich hoffe, Herodan stirbt nicht. Er ist jetzt in meiner Gruppe. So, und jetzt ein Kampf gegen den Anführer und zwei Jäger. Den ich in der nächsten Folge ausführen werde. Ha. Also, bis dann im nächsten Teil.